Moin Leute, was geht mal wieder? Mein Name ist Hydrogamescom auf der Sony PlayStation Reihe und wir spielen heute im Multiplayer-Modus. Armadillo sind wir heute und wir wollen heute mal ein Kopfgeld verursachen. Ja, wir spielen Red Dead Redemption auf der PlayStation 3 und so, Hydrogamescom hatte sich gedacht, hey, jetzt muss ich mal ein Kopfgeld verursachen und das werde ich jetzt auch mal tun. Wo sind die Waffen? Erstmal wieder zurechtfinden. Wir nehmen heute die Axt und fangen gleich mal an, Kopfgeld zu verursachen. Wenn ihr Kopfgeld verursachen wollt, müsst ihr eigentlich nicht viel tun. Ihr könnt ihr einfach hin, macht den kalt und jetzt könnt ihr das Kopfgeld steigern. Nun habt ihr eine Spirale angefangen. Eine Spirale, die nicht endet, bis ihr Ding macht, bis ihr diesen Kreis verlässt oder verlasst. Wow, jetzt gesagt. Jetzt geht's ab, Leute. So. Nämlich jetzt sind alle alarmiert. Jetzt kommen alle. So. 15 Erfahrungspunkte bekomme ich. Warum bekomme ich 15? Ja, jetzt ist gerade dieses dreifache XP-Wochenende. Das hat Rockstar, macht das manchmal. Und jetzt werden wir das natürlich schön ausnutzen, was Rockstar uns da, ja, gemacht hat. Und da kommen schon die ersten zwei Kopfgeldtypen auf uns zu mit dem Revolver und jetzt wird es richtig gefährlich. Ihr seid nämlich sehr schnell tot und das ist natürlich sehr schlecht. So, nur mal gezeigt, wie ihr Kopfgeld verursacht. Ich lasse das lieber, weil wir wollen heute mal ein cooles Commentary machen und dazu hole ich meinen treuen alten Esel L. YouTube Gamescom. Wirklich ein sehr treuer Esel. So, YouTube Gamescom, Ello, Badio, Baffarello, Delalio, Bamino, auf jeden Fall. Wow. Very nice, man. Very nice, Nigga. Okay. So, wir können auch Kutschen nehmen. Ich glaube, hier gibt es sogar Kutschen. Namadillo. Das Pferd verzieht ein bisschen hier, aber das gibt's doch gar nicht. So. So, zur Seite ist hier keine Kutsche. Auf jeden Fall gehen wir mal weiter und gucken mal, was wir alles nach Armadillo sehen und erleben. Oh, schön. Brrr, brrr. Howdy, Leute. Howdy. Kommt man da rein? Ne, kommt man nicht. So. Ja, Leute. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier mal wieder einen Amoklauf versuchen. Und den werden wir jetzt auch starten. So. Die ganzen Zivilisten hauen schon ab hier. Es ist nicht wie in Assassin's Creed 3. Da werdet ihr nämlich diskonisiert, wenn ihr Ding macht. Wenn ihr die Leute tötet. Das passiert hier nicht. Aber ihr müsst euch umdrehen, weil die Soldaten, die Polizisten sind extrem stark. Wirklich, die sind sehr stark. Jetzt habe ich hier gerade 42 Punkte nur für so ein Schuss bekommen, weil halt auch eben mal 3 aktiviert ist und jetzt kommen halt die ganzen Soldaten auf mich zu hier. Oh, da kommt schon ein Ding. Hier die Kutsche, die bringt mich jetzt sicher zum Tode. YouTube Gamescom wurde von den Dorfbewohnern fertig gemacht. Oh, der Typ geht mal ab mit seinem Dreirad. Das ist natürlich. Jetzt war er drei, da habe ich schon mal gemeint. Auf jeden Fall. So, da bin ich wieder. So, typisch, die Frau schreit wieder rum und jetzt könnt ihr einfach mal hier die Axt nehmen und mit der Axt hier ein paar Typen hier ausschalten, die Nutte vielleicht noch. Das ist eigentlich keine Nutte, doch, es ist eine Nutte. So, und diesen Freak hier. So, da kommt gleich dieser Cowboy hier, will was reißen, schafft's aber nicht. Wir springen nach unten und ich sage, see you later, Alligator. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Bis dann. Ciao.